Heute werden wir in den weltspannendsten Gildenkampf gehen. Und wir starten rein in die... Ah, ich dachte, es crasht. Aber nein, ich dachte, wir starten mal rein in einen Weltgildenkampf mit ein paar anderen Monstern als sonst und werden ein bisschen verkacken. Aber das ist vollkommen okay. Guckt euch nicht meine Energie an. Danke und tschüss. Bis gleich. Starten wir rein in die erste tolle... Läuft alles? Ja, ne? Ja, okay. In die tolle erste Runde. Ich versuche heute mit zwei besonderen Monstern zu spielen, hier und da mal. Ja, einen sehen wir hier irgendwann in der Runde, ja. Es ist so ein bisschen Fun-Team, so richtig lustig. Aber werden wir schon... Wir schauen mal, ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, okay. Cerato-Defenses sind auch voll am Start, ist mir aufgefallen. Ah, richtig am Start. Und die beste, die mir bisher gefallen hat, ist mit dem Ogre. Wobei man das auch one-shotten könnte. Ja, könnte. Aber ja, hat mir bis jetzt am besten gefallen mit dem Ogre und ich glaube Nana war dabei. Also hier der hier. Dann Cerato und Nana war, glaube ich, dabei. Die haben mir mit am besten gefallen bis jetzt. Wobei man es, wie gesagt, one-shotten könnte. So ist es nicht. Aber egal. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir. Kommen wir direkt zum Fun-Team. Guck mal, und Cerato dead. Nein, noch nicht. Aber das wäre fein. Guck mal da, Dark Nobara. Ach ja, natürlich. Der prockt aber das fein, weil der kann nur auf den gehen. Das ist gerade mein Vorteil. Er kommt dran. Sehr schön. Wir haben Deathbreak. Look at this Deathbreak. Pow, pow, pow. Wo hat er denn Deathbreak? Ach, von dem da. Die ist gar nicht so bad. Ich finde die eigentlich echt cool. Die wird auf Schaden sein, oder? Der ist hier voll verkackt, Alter. So viel zum... So viel zum Thema. Ja, die ist gar nicht so bad, Alter. Eigentlich ist sie echt cool. Ja, wenn sie treffen würde vielleicht, ja. Okay, guck mal. Der tankt noch fröhlich. Oh. Warte mal. Nicht nochmal. Okay. Hier haben wir... Guck mal, Cerato macht mehr als diese komische Alte da. Dabei sollte sie im Showcase stehen, aber die hat nicht die Max Skills. Ich muss viel zu der sagen, kurz. Ich habe sie auch auf Zorn getestet und alles. Und gefällt mir auch gut. Ja, aber ich habe ein Problem. Ich besitze keine Damage-Runen. Ja, deswegen ist meine auf Vio und eher so ein bisschen Hybrid. Also so Speed-Crit-Schaden-HP. Ja, also, ja, ich weiß, dass sie auf Schaden mehr macht, aber ich habe halt einfach keine Damage-Runen übrig. Okay? Ja, ich weiß es. Okay? Gut. Was macht das eigentlich? Ah ja, genau. Ich habe keine Lust zu lesen. Das ist mir ein halbes Buch wieder. Aha. Buff-Block-Sperre-Ding da. Aber das Problem ist, ja, wir sehen die jetzt nicht groß. Die hat einmal voll verkackt. Ja, Cerato ist hier Spotlight gerade. Hups. Naja, egal. Vielleicht gleich in der zweiten Runde. Okay, hier bomben wir eine Runde. Kennen wir ja. Wen bomben wir zuerst? Ich glaube, den lassen wir mal. Ich glaube, das ist ein Fehler, aber ich lasse ihn trotzdem mal. Zack. Aha. Ja, eigentlich sie auf jeden Fall. Okay, gut, ich treffe. Ich hoffe, der ist nicht auf Vio und prockt jetzt nicht. Oh, okay, die können wir dadden. Das ist gut. Ja, das ist okay. Mal einfach so, zack, zack, zack. Ja. Seht das? Das zähle ich als Hit, ne? Das auch. Das ja, genau. Jetzt hat Sierra die Chance, Chandra zu nutzen. Schafft's aber nicht. Hey, wer hätte das erwartet jetzt, ne? Okay, Bombe hier nicht. Gut, warum auch? Okay, jetzt aber. Jetzt haben wir's aber. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Na, ja, doch, er so oder so dead, so komm. So, okay, was haben wir noch? Ah, ne, sonst, ich glaube, sonst haben wir hier nichts Besonderes, weil ich für den anderen hier einfach kein... Der hat voll verkackt, Alter. Hätte ich den doch machen können. Ah. Ja, ich wollte... ich habe noch einen anderen, den ich ganz gerne spielen möchte. Aber ich dachte, der freest vielleicht direkt. Und dann ist es scheiße, weil der keine Willow-Runen hat. Weil meiner hat mal wieder nur... Ja, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Und die kackt auch ab, Alter. Ist sie jetzt schon wieder ready? Warte mal, ist sie jetzt schon wieder ready? Ja, jetzt ist sie... Ja, jetzt ist auf jeden Fall... Was war das denn? Ja, jetzt ist er auf jeden Fall ready mit dieser Kackpassiven wieder, oder? Nee? Okay, Gott sei Dank. Gut. Ja, was ist das für ein Team? Keine Ahnung. Also Sibala KI ist auch wieder auf Müll. Haben wir jetzt gerade beschlossen. Hätte er nämlich den Freeze gemacht, also hätte er bestimmt gemacht, hätte ich das andere Team verwendet, was ich noch gerne heute einmal präsentieren möchte. Wette ich mit dir. Dann hätte der genau das Richtige gemacht. Aber hier hat er jetzt hart reingekackt. Und jetzt fängt wieder einer an zu bohren. Geil. Oh, sowas liebe ich ja, ne? Aber okay. Hört man nicht so stark. Ist mir aufgefallen beim letzten Mal. Das ist immerhin gut. Hör nur ich. Wenn ihr es doch hört, tut's mir leid. Aber gut. Kriegen wir einen Deathbreak? Unwahrscheinlich. Aber okay. Ja, eigentlich können wir Auto anmachen. Komm, was klicke ich mir da einen dumm dämlich? Na, können wir auch eben Auto anmachen. Spare ich mir das Rumklicke, ey. So, kannst mal sterben. Drache. Sehr schön. Nochmal. Danke. Sehr schön. So, jetzt nochmal. Runde 5. Was war das nochmal? Ach so, ja. Standard, kennen wir alle, ne? Okay, oh, ich hätte sie vielleicht... Es war so klar! Jetzt sind wir alle dead! Weil Parterre... Oh, sind wir nicht. Oh, sind wir nicht. Oh, warte mal.
Kriege ich den? Nee, kriege ich nicht, oder? Deathbreak wäre schon mal schön. Okay, Deathbreak haben wir. Aber das reicht nicht, oder? Oh, bin ich zu greedy, wenn ich das mache? Wegen der Savanna? Die hat den Deathbreak gemacht, oder? Okay, jetzt heilt der nämlich erst. Jetzt bin ich nochmal ein bisschen safer. Guck mal, jetzt hitten wir mal kurz die Alte an. Ich weiß nicht genau, warum ich die anhitten will, aber anscheinend hitte ich die einmal an. Kriegen wir uns Silence hier drauf? Ja, yeah, guck mal. Der kriegt gar nichts geschissen, Alter. So. Okay, jetzt gehen wir aber full auf den, weil die Savanna macht in der Regel gar nichts. Sie ist auch gar kein Target groß. Okay, wenn der Deathbreak früh landet, kann der Ashur den natzen. Ja, sage ich ja. So, jetzt filmen wir die einfach nur Safety First, weil die müsste schon wieder ready sein, glaube ich, mit dem dritten. Nein, noch nicht. Die scheint aber auch nicht auf Vio zu sein. Ist die auf Swift? Oder sie ist einfach unlucky, was Prox gerade angeht. Das kann auch sein. Können wir die mal kurz klatschen? Sehr schön, toll. Dich auch nochmal? Nö. Ah, jetzt ist sie ready. Aber die scheint nicht auf Vio zu sein. Vielleicht ist sie echt auf Swift. Sieht man nicht mehr ganz so häufig. Außer es ist eigentlich eine Belagerungs-Defense und es ist vielleicht das Trappy-Build von der Gilde. Keine Ahnung. Das kann sein. So. Okay, das war's, ne? Mit der. Okay, jetzt versuche ich mal jemanden zu finden, wo wir das andere Team nutzen können. Neben und nochmal Dark Nobara, weil die, ja, die hat ja wahnsinnig viel gemacht. Ey, holy moly, ey, wow. Puh. Gut, starten wir rein in Runde 2. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier funktioniert. Das ist, by the way, der letzte Kampf, ja. Ich weiß aber nicht, ob das so gut funktioniert, weil, ich bin speedy in speedy reingegangen. Ich weiß aber nicht, ob ich es outspeede. Damit meine ich nicht das. War ja klar. Ah ja, das ist ja, yeah. Ja, okay, ja, okay, cool, ja. Ja, ist RIP. ja, ist RIP. Okay, cool, weil er gecuttet hat. Ah, hier haben wir, ich nehme einfach nochmal dasselbe Team. Ist irgendwie lustig. Ich glaube, das ist komplett Shit. Aber egal, wir gucken trotzdem mal. So, wir möchten als allererst erstmal die Alte vom Ross hier am besten. Zack, zack, zack. Okay, das die kann ruhig dotten, das ist okay. Der hat ja gerade den zweiten gemacht. Die ist auch squishy. So, kannst du jetzt mal Deathbreak landen? Ja. Ja, die ist, wie gesagt, die ist echt nicht so bad, Alter. Der Schaden ist auch nicht ohne. Dafür, dass sie jetzt, meine ist jetzt auf Wii U, wie man sieht. Ey, ich mag die an sich. Ich glaube aber, die ist wieder relativ schwer einzusetzen. Und das ist immer so das Problem. Warum schwere... Und tschüss. Warum schwere Sachen machen, wenn man es auch leicht haben könnte. Ne? That's the thing. That's the thing. Ja, ich will hier gerade eigentlich, ehrlich gesagt, gar keinen natzen. Also vor allem nicht die Beast Rider. Beast Rider, wenn er prockt. Dann natze ich den Beast Rider. Nö, warum auch? Weil er ist jetzt schon wieder dead. Nee, noch nicht. Aber er ist trotzdem... Nee, ist noch nicht dead. Ich mache jetzt das in der Hoffnung, den Beast Rider zu natzen und den anderen noch mal ein bisschen Schaden zuzufügen. Okay, wir natzen die Nana. Okay, das ist gut. Okay, das ist scheiße. Okay, wir müssen den jetzt natzen und dann hoffen, dass ich ein bisschen procke. Dann haben wir noch Chance mit Cerato. Ansonsten haben wir ein dickes Problem, Alter. Pau, 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 pau. Ich sage jetzt, wenn er das noch schafft, der Cerato, dann haben wir hier einen Cerato-Spotlight anstatt Dark Nobara, Alter. Jetzt macht er mehr Schaden. Oh, der hat auch nicht geprockt. Der ist dead, der Lutscher. Scheiß Oger, Alter. So, tschüss. So, okay. Was hatten wir hier? Achso, ja, gute alte Bombs. Aber wie gesagt, Nobara. Aber wir haben den Schaden einmal gesehen. Hey, das soll. Ey, immer positiv sehen, ja? Wir haben mein Gott, ich hasse Giannas größte Rotze, Alter. Ich hasse sie. das ist das für mich das LD-Netfile, was ich besitze. Was ich am wenigsten nutze. Oder nutzen möchte. Nennen wir es mal so. Weil sie einfach kacke ist, ey. Ich hasse sie. Da benutze ich lieber einen Cerato oder einen Chroma oder Parterre. Parterre ist bis jetzt mein absoluter Favorite, was meine LD-Netfives angeht. Den feiere ich am härtesten. Das ist sowieso witzig. Das ist gerade der, den ich am wenigsten gefeiert habe. Ja, der prockt jetzt uns Sarah's Dad, sage ich ja. Und somit, ja, yeah, sowieso. Ja, guck mal, man kann es halt einfach predikten, was da passiert in diesem Spiel. Das ist so funny, Alter. Richtig lustig. Okay. Ja, aber das sollte relativ safe sein. Dauert nur 3 Jahre, ihr kennt das Spielchen. Ja, Game of Kinky, warum nicht? Was sollen wir sonst machen? Die Alte da gibt mir die Stacks. Ich hoffe, wir kommen da durch. Ja, yep, fröhlich. Vielleicht kriegen wir einen Strip-Stun. Nee, wer hätte das erwartet? Okay, ich gehe trotzdem da drauf. Ich bin ein bisschen veranlagt. Ich mag die Schläge von Kinky. Jetzt versuche ich ihn. Nein, versuche ich nicht. Okay, Deathbreak. Nope. Okay, ich muss halt auf Rag. Ja, der ist immer noch nicht auf Vio. Ich glaube, das wird auch nie passieren mehr, da ich den auf Vio baue. Nach dem Buff oder Nerf, wie auch immer man es sehen möchte, von vor 5 Jahren. Ist mir egal. Kann man das Schild ein bisschen annatzen? Ja, der trifft eh nichts. Okay, er trifft doch was. Jetzt haben wir ein Problem, weil es gerade den Molong getroffen hat. Nee, das will ich jetzt nicht riskieren. Er kann nicht. Okay, das ist gut. Ja, das ist okay, weil der wird nicht killen. Auf keinen Fall. Ich versuch's mal zu stehlen. Okay, versuchen wir jetzt mal.
Ja, danke schön. Mein Gott. Sleep. Oh, Lord. Aber ein Sleep-Treffen, weißt du? Aber strippen kannst du nicht, ey. Was bist du für ein Lutscher? Ne, Procken. Ja, die müsste dreimal procken, um... Egal. So, okay. So, dann jetzt noch die. Dasselbe Spielchen nochmal. Wird bestimmt vorgespult sein, weil es einfach 3 Millionen Jahre dauert. Oh, ich spiel zu wenig, um es mir zu merken aktuell. Keine Ahnung, ich bin komplett raus. Okay, was haben wir hier? Eine letzte. Ach ja, genau. Oh, ich bin schneller, aber der wird gecuttet. Das ist das Problem. Der wird safe gecuttet. Der ist halt nicht speedtuned, ne? Wenn es jetzt. Aber ich werd sowas von gecuttet und der ist nicht auf Wille, Alter. Das. Yep. Yep. Okay, war abzusehen. Yep, weil er nicht gespeedtuned ist. Das. Ah ja, und jetzt gehen die auch noch auf mein Showcase. Okay, dann machen wir ein separates Video über den. Weil der ist eigentlich echt cool. Der kann soliden Schaden machen. Aber naja, okay. Spiel, ja, war halt nicht gespeedtuned. Ich glaube, der ist auf Attack, Damage Attack oder so, also, ja. Nicht gespeedtuned, mein Fail gegen Speedy, in der Speedy-Com reinzugehen. Aber naja, so ist das Leben halt. Gut, dann bin ich durch. Ich bedanke mich, haut rein und tschüss.